Herzlich willkommen aus dem heute einmal sonnigen Graz. Man möchte es nicht glauben. Eine neue Ausgabe von Crop FM steht an und zu Gast heute wieder einmal Nicola Wohlgemuth. Immer gibt es den Cropcom, jener Live-Chat, mit dem sich Zuhörer dieser Sendung live an dieser Sendung beteiligen können. Erreichbar wie immer die Website von CropFM, cropfm.mur.at und dann oben auf Cropcom klicken. Wir sehen diesen Chat hier ein und freuen uns über Fragen und Anregungen und hoffen vor allem, dass obwohl Nicola heute zu Gast ist, der Livestream hält. Nicola, grüß dich Gott. Hallo. Wie gesagt, ich habe in der Ankündigung heute schon geschrieben, dass das heute, ich meine, zur heutigen Sendung geschrieben. Du hast nur so einen kurzen Auszug aus deiner Website, wo du ein bisschen was über dich erzählst. Und ansonsten nur darauf verwiesen, dass es eigentlich völlig sinnlos ist, dass ich da jetzt irgendwelche Punkte aufschreibe, über die wir sprechen, weil wir biegen ja irgendwann einmal ab. Ja, so wie üblich halt. Und ja, reden über das, was gerade passt. Trotzdem jetzt ganz am Anfang, weil wir das ja öfter mal kurz erwähnt haben, aber noch nie wirklich darauf eingegangen sind, die Planetenessenzen. Du hast das schon bei manchen Sendungen kurz erwähnt, aber vielleicht, wenn es da ein bisschen genauer, würde mich jetzt interessieren, was. Ich habe sie ausprobiert übrigens, also ich habe da so eine Mixtur, die du da angesagt hast, mir mixen lassen und muss sagen, es ist ja, also ich würde es einmal für mich ein sehr starkes Psychotonikum eigentlich beschreiben. Aber ich weiß keine Ahnung, ob das jetzt in irgendeiner Weise eine zutreffende Beschreibung ist. Aber auf jeden Fall tut es was. Ja, das hoffe ich, ja. Dafür mache ich es ja. Kann ich jetzt hiermit bestätigen. Was genau sind jetzt Planetenessenzen? Naja, für diejenigen, die neu drinnen sind, sind sie auch ein Teil der Rostock-Essenzen. Ich habe in den letzten Jahren relativ viel mit Astrologen zu tun gehabt, beziehungsweise auch mit daraus entstehenden Problemen in Planetenkonstellationen und Auswirkungen auf den Menschen. Die sich damit auskennen, ich tue es nämlich nicht, die werden besser wissen, von was ich da gerade rede, weil ich habe also mit Astrologie nicht wirklich was am Hut, einfach weil es zwar unglaublich interessant ist, aber ich es nicht schaffe, mich da wirklich einmal hineinzuarbeiten. Also arbeite ich mit den gescheiten Leuten zusammen, das ist viel toller. Und die geben mir natürlich wieder Aufgaben. Das heißt, ich interessiere mich für ein tolles Thema und kriege Arbeit. Ganz einfach. So ist das also auch entstanden. Naja, begonnen hat es damit, dass also voriges Jahr ja eine ganz besondere Konstellation gestanden ist vom Planeten Mars. Und ich dann so in der Nacht hinaufgefahren bin auf unsere sogenannte Almhütte in Rostock in dieser Gegend und dort also in der Nacht noch eine Mars-Essenz gemacht habe. Da ist der Mars gerade am nächsten gestanden der Erde und es war wirklich super toll zu sehen. Und die Idee ist schon lang natürlich da, das ist ja ganz klar. Habe also gesagt, ich möchte sämtliche Informationen, die der Mars für uns eigentlich bringt, die er ausschwingt, möchte ich praktisch in der Essenz sammeln. Wiederum wie üblich hochpotenzieren und versiegeln, damit also das nicht verloren gehen kann. Und die Essenz hat dann natürlich sofort im Freundeskreis den ersten Absatz, sprich Probelauf, geschafft. Und da waren unterschiedlichste
Ergebnisse, die teilweise also wirklich nicht mehr stubenrein waren. Einfach, naja. Das interessiert mich schon. Das war mir wieder klar. Du hast also vorher von dem Psychotonikum gesprochen. Ja. Wir hatten da so die Anrufe von zwei sehr lieben Freundinnen, die gesagt haben, du hörst so, man wird so tief in Gesprächen. Man baggert also wirklich so ziemlich jeden an. Es ist also wirklich purste, so wie man so schön gesagt hat, Mars-Energie. Ja, der Mars hat die Farbe Rot. Mich hat eine Dame angerufen und gesagt, wissen Sie was, das ist das neue Viagra der Zeit. Sie hat gesagt, um Gottes Willen, das veröffentlichen wir nicht. Großen und Ganzen hat er aber, jetzt haben wir da gerade das gebrochen, passiert. Jetzt ist es passiert. Was ist passiert jetzt? Die Veröffentlichung. Ach so. Aber was am Mars Essenz zum Beispiel macht, ist wirklich unglaublich viel ins Rollen zu bringen. Also er setzt sehr viel Kraft frei. Ist die typische Männeressenz, ja, im Gegensatz zur Venus. Das ist die Frauenessenz dann, die einfach sehr viel männliche bzw. weibliche Energien einfach fördert, freisetzen lässt. Ja. Damit werden natürlich recht leicht diverse Blockaden auf den Gebieten überbrückt. Und ich habe mir natürlich dann in weiterer Folge, nachdem diese erste Essenz so eingeschlagen hat, im wahrsten Sinne, habe ich dann gesagt, na gut, müssen wir die anderen auch noch machen. Und habe dann für mich ein bisschen überraschend, aber doch, auch die Erdessenz gemacht, weil ich gesagt habe, das ist komisch, wir leben zwar auf der Kugel, aber in der Astrologie spielt die Erde überhaupt keine Rolle. Ja, wir leben auf ihr, wir sollten einen Bezug zu ihr haben, wir sollten auf ihr ganz gut verwurzelt sein. Aber es gibt nichts dafür. Und dann habe ich auch diese Erdessenz gemacht, die also auch ganz interessant eingesetzt wird, jetzt hauptsächlich bei uns von Flugpersonal zum Beispiel, bei Stewardessen, die sagen, mit der Essenz haben sie das erste Mal kein Jetlag. Das heißt, sie fühlen sich einfach, sie sind immer mit der Erde verbunden, egal wie schnell sie reisen. Es ist also ganz interessant, wie der Körper da reagiert. Wir haben Leute da gehabt, die einfach gesagt haben, die tun sich sehr schwer, sich zu erden, überhaupt einmal einen Zugang zur Erde zu finden. Wir haben einen ganz einen tollen Skeptiker gehabt, so ein Unternehmer, der hat gesagt, naja, asphaltieren wir halt die halbe Welt durch, haben wir viel Probleme weniger, der diese bekommen hat. Wir haben also ihn gebeten, ob er es doch mal ausprobiert. Und er hat gesagt, er hat so eine Aversion gegen die Vernichtung von Erdteilen bekommen, dass er gesagt hat, die nimmt er nicht mehr, der kann er nicht weiterarbeiten. Und also ganz, ganz unterschiedlichste Informationen, unterschiedlichste Reaktionen, die wir haben. Die für mich sehr schön ist, das ist einfach die Sonnenessenz, weil sie wirklich die purste Wärme reinbringt. Die nehme ich wirklich selber auch sehr gern. Habe ja heute auch knallsonnengelb an. Ist immer schön. Und dann kam von Seiten der Astrologie eine Bitte, die für mich ganz was Spezielles war, nämlich die Mondknoten. Wer sich damit auskennt, wird wissen, dass sich also einen absteigenden und einen aufsteigenden Mondknoten gibt, der so unterschiedlichste Wirkungen haben. Und ich habe auch dazu die Essenzen gemacht. Das heißt, es gibt die Essenz vom absteigenden und vom aufsteigenden Mondknoten. Die eine hilft mir, vom absteigenden so meine Vergangenheit zu integrieren, das Wissen, die Erfahrung, die man halt so hat, um es in mein Leben zu integrieren und daraus bessere Entscheidungen, gescheitere Entscheidungen vielleicht treffen kann. Und der aufsteigende Mondknoten ist die Essenz, die mir hilft, in Zukunft zu planen. Das heißt, wo komme ich überhaupt hin? Wo ist mein Ziel so ungefähr? Ja? Weil es ist gerade jetzt in der Zeit doch so sehr viel bei Menschen vertreten, diese Orientierungslosigkeit. Ja? So in die Richtung, warum bin ich überhaupt da? Wieso strampel ich mich ab? Das fragen wir uns vielleicht alle immer wieder einmal. Das ist ja der aufsteigende Mondknoten, der also mich nach vor planen lässt. Jetzt, du hast gerade diese, würde mich so interessieren, die Mars-Essenz hast du gemacht zum Anlass des Nahvorbeifluges, des roten Planeten, aber bei den anderen Essenzen hat es ja jetzt keinen speziellen Anlass gegeben, also die Jupiter-Essenz, falls du jetzt eine hast. Ja, natürlich, alle sind da. Ja, da hat es ja, das heißt, es bedarf nicht unbedingt so eines astronomischen Ereignisses, um so eine Essenz herzustellen. Nein, für mich war das eigentlich die Mars-Essenz ganz ein lustiger Anlass. Jetzt sind wir dann in dem schönen Zwischenbereich unseres Gesprächs, wie üblich, dass wir mal diese Materie da verlassen und höher hinaufhirschen. Weiß ich schon, was du meinst. Es war interessant, wie ich die Essenz hergestellt habe. War ich einfach dort.
Das heißt, es war mein Mund total staubig. Es war einfach wirklich, ich habe das Gefühl gehabt, meine Hände trocknen aus, total von rotem Staub. Ich habe mich also sehr an Australien zurückerinnert. Und daraufhin haben wir natürlich gesagt, na gut, ich meine, der Mars ist zwar nahe, aber doch ein bisschen fern, also so schlimm kann der Flug nicht sein, mache ich doch auch bei den anderen. Hm. Und habe also auf gut Deutsch für jede Essenz meinen werten Körper wieder einmal verlassen und im Freiflug hinausmarschiert und habe jetzt mental gesehen jeden einzelnen Planeten in die Hände genommen und von dem einfach die Schwingungen eingefangen und dann ins Wasser transferiert. Mhm. Und die sind unglaublich stark geworden. Das heißt, für die, die dich jetzt noch nicht kennen, die werden jetzt, glaube ich, ein bisschen Luft schnappen, sprich, du warst dort und so. Also, du kannst, man nennt es, glaube ich, so im Volksmund unter Anführungszeichen Astralreisen, stimmt das? Ja, oder? Genau. Ja. Es ist, die Astralreise ist aber an und für sich nicht im Bereich der sogenannten irdischen Dimension. Ja, das heißt, da sind eher so viele Traumebenen und so weiter. Das, was ich gemacht habe, nennt man also so eine Art Gedankenreise, wo du schon den Körper verlässt, aber in der Realität bleibst. Das ist schwer zu erklären. Das heißt, du bist, wenn du möchtest, nehme ich einmal an, im Hier und Jetzt, hast du eigentlich eine sensorische Empfindung von diesem Ort dort oder nicht? Ja, klar. Du merkst, wenn es warm ist, kalt, das merkst du dann. Ja, genau. Bist du verletzbar an diesem Ort? Sehr schwer. Mental viel stärker natürlich, weil es ja ein hohes Maß an Konzentration fordert, so abzuhauen sozusagen, weil ich muss mir irgendwo trotzdem erden, damit ich wieder zurückfinde. Ja, also so weit, wie ich da draußen war, ist es eine besondere Form gewesen, weil ich mir also meine Schutzkugeln, die man ja auch mental aufbaut, auch den Bedingungen der Planeten anpassen musste. Ja. Also wenn ich so an die Venus denke, das war natürlich extrem heiß, weiß man ja auch, und habe einfach relativ spät, sagen wir mal, reagiert, wo ich mir einfach gesagt habe, ups, es ist aber wirklich sehr, sehr heiß da. Ja. Mhm. Ich brauche ganz andere Schutzmechanismen. Mhm. Das heißt, du musst dich dann auch physisch gegen die jeweiligen Umgebungs... Ja, genau, um die Bedingungen. Ja. Umweltbedingungen schützen. Ja, war echt lustig, weil nach der Venus habe ich dann gesagt, so hopp, das war aber ein Überraschungsangriff von der Hitze, jetzt muss ich mich mal runterlassen, ich muss einmal so ein astronomisches Buch lesen, zu schauen, wie sind denn da die Temperaturen drauf, was gibt es dort alles. Dann ist es ein bisschen leichter gegangen. Es gibt immer wieder Leute, die behaupten, unter anderem zum Beispiel John Lear, dass die Venus in Wirklichkeit ein sehr gastlicher Planet ist und dass das eigentlich nur und dass das geheim gehalten wird. Das heißt, du kannst das nicht wirklich bestätigen. Nicht wirklich. Also bitte, ich meine, ich weiß nicht, für gewisse Feuerläufer vielleicht wirklich ein sehr freundlich gastlicher Planet. Für mich war es einfach wirklich sehr, sehr, sehr heiß. Okay, also das ist Es ist, als würdest du in glühende Lava springen. Ja? Das ist auch nicht so besonders gastlich. Und wenn alles das halt alles rundherum ist, schaut das ein bisschen anders aus. Und der ganze Planet schaut so aus. Ich war ja nicht überall, sondern ich habe einen Kontakt geschlossen und dann gehe ich wieder auf Distanz, um die Frequenzen einfangen zu können. Das ist praktisch wirklich ein Sammeln von Informationen, von Schwingungen, um das Ganze zu speichern, dann wieder praktisch zu uns zurückzukommen und dann ins Wasser reinzulassen. Kommen wir jetzt wieder ein bisschen auf die Erde, und zwar ganz, ganz tief. Ich möchte noch kurz noch eine sehr generelle Frage stellt, die mir vor allem, wenn ich jemanden von dir erzähle, immer wieder gestellt wird. Und ich habe dazu schon meine eigene Antwort, aber trotzdem würde mich deine interessieren. Es gibt immer wieder so die Thematik, naja, natürlich verlangst du Geld für deine Produkte. Und was ich jetzt so weiß, verlangst du doch um einiges weniger als vergleichbare Produkte. Kommt mir vor. Aber dennoch, wie ist das jetzt mit Leuten, die zu deiner Hilfe oder die zu derartige Dinge benötigen würden, aber sich das nicht leisten können? Nein, es ist so wie üblich, ist bei mir natürlich durch meine Familie, durch Kind, zwei Hunde, Haus und so weiter, ich meine, ein bisschen was Irdisches habe ich ja auch noch, würde mal sagen, relativ viel, muss ich ganz mich diesen normalen Zahlungsbedingungen beugen, ja, das ist ja ganz klar. Aber wenn wirklich Menschen kommen und sagen, sie haben kein Geld, dann zahlen sie auch nichts. Ja. Nur
darf man nicht vergessen, ich weiß schon auch ganz genau, ob das auch stimmt oder nicht. Ja. Mhm. Aber es ist immer so, wir haben natürlich gewisse Grundsätze. Ich habe ja auch Mitarbeiter, ich habe Angestellte. Wir sind ja in einem ganz normalen Zahlungsbereich drinnen, um Gottes Willen. Wobei ich wirklich die Letzte bin, die sagt, Geld wäre schlecht. Ich sage nur, es gibt nur für unterschiedlichste Nutzungsmöglichkeiten. Ja. Und es wird aber nie am Geld scheitern. Das ist ein großer Unterschied. Ja. Okay. Das heißt, wenn du sagst, du hast jetzt meine nächste Frage eh schon wieder vorweggenommen, ich wollte mich fragen, wie geht es dir eigentlich damit, eben mit dem, was du tust, das eigentlich, sagen wir mal, jetzt sehr weit draußen aus unserem Gefüge, aus unserem Wirtschaftsgefüge und so weiter, aus unserem Denkgefüge ist, wie geht es dir jetzt eigentlich persönlich damit, dass du dennoch ganz normal eine Praxis betreibst? Also wie verbindet sich das? Wenn man das einmal normale Praxis nennen kann. Naja, ist ja klar, aber wie geht sie da damit? Wie verbindet sie das für dich? Es ist manchmal sehr schwierig, ganz klar. Ja, abgesehen davon einmal, dass ich natürlich durch meine Fähigkeiten genau den Wert oder die Stellung mit meiner Praxis auch habe. Jetzt bin ich 14 Jahre selbstständig. Ja, habe jetzt seit einem Jahr eine ganz tolle Therapeutin an meiner Seite, wo ich sage, das ist endlich jemand, die schwingt in meine Richtung. Ja, also die ist genauso hellfühlig und hellsichtig und hellhörig. Und mit ihr teile ich mir jetzt die Praxis. Und die hat mindestens so viel Wissgier wie ich. Also sie schwingt sich auch in die Bücher so glas rein. Aber auf der anderen Seite bin ich ein ganz normaler Mensch, ganz normale Frau mit sämtlichen normalen weiblichen Bedürfnissen beziehungsweise selten gequetschten Nerven durch eine 6-jährige Tochter und momentan gerade einer läufigen Hündin und einem völlig hormonverrückten Rüden daheim. Also bei uns geht es jedes Irrenhaus ist eine Erholungskur. Also es ist ganz normal, aber es ist natürlich schwierig, ja, vor allen Dingen jetzt im Bereich Freundschaften. Beziehung wollen wir mal schon außen vor lassen, das ist natürlich immer wirklich schwierig. Ja, ja. Nein, ich glaube, ich meine jetzt im ganz normalen, ich stelle mir das natürlich auch so nicht einfach vor, wenn man in so einem Bereich arbeitet wie du und dann eben trotzdem ja, gezwungen ist, was ich total verstehe, ja, eben eine normale Praxis betreiben, in der natürlich die Leute zahlen nicht hinkommen. Also wie sie so beim Homöopathen zahlen. Ja, so, na klar, aber ich meine, es ist ja überall die Arbeit mit den Schwingungen, mit den Frequenzen. Ich habe nur den Vorteil, dass ich vielleicht etwas schneller erkenne, ja, um was es geht. Mhm. Ja, also wenn mir jemand im Wartezimmer die Hand gibt und wir nachher so 10 Minuten unser Gespräch führen, dann weiß ich einfach, ja, woher kommt es, was ist es, wie behandle ich es optimal. Ja. Mhm. Was muss der nicht nur im Körperlichen, sondern auch einfach im Alltag, im Seelischen, im Geistigen, im Energetischen verändern? Wo können wir ihm dabei helfen? In welche Richtung muss ich mein Gespräch lenken? In welche Richtung gehen wir therapieren? Das läuft nur ein bisschen schneller ab. Ja. Letztendlich arbeite ich ja mit Menschen. Das heißt, ich darf ja gar nicht den Bezug zum Menschsein verlieren. Ja? Ja. Nur tue ich mir natürlich auch leichter, wenn ich mit Tieren arbeite, dass ich mich auf das Tier total einschwinge. Ja? Dann weiß ich einfach, was das will und warum es da jetzt Schmerzen hat oder wo es einfach die Ursachen hat. Verstehe, das heißt, du bist eigentlich der ideale Veterinär. Du bist eigentlich der Dr. Doolittle. Ja, nicht so ganz, ich brumm nicht so tief. Hat er das gemacht? Also, ja. Na, also das heißt, wenn bei Tieren ist das natürlich schon der große Vorteil. Eine deiner herausragenden Fähigkeiten ist ja die Empathie. Ja, genau. Das heißt, jemand sitzt vor dir und du weißt, was er denkt, unangenehmerweise. Und du weißt aber auch. Ist das nicht gemein? Naja. Kriegt die Waffe der Frau ganz eine neue Dimension. Stimmt. Aber an das versuche ich nie zu denken, wenn ich mit dir eine Sendung mache. Da bin ich ja auch ganz brav. Aber das führt mir gleich zu meiner nächsten Frage. Wenn jemand zum Beispiel. Es gibt doch sicher viele Menschen, die damit überhaupt nicht umgehen können, dass du weißt, was sie denken, oder? Ja, ganz viele. Ja, ist das nicht schwierig? Ich meine, nein, natürlich ist das schwierig, aber wie gehst du damit um? Also sagen wir mal, die meiste Zeit bin ich einfach dadurch unglaublich einsam. Ja, ist ganz klar. Weil die Luft ist wirklich ein bisschen dünn in dem Bereich gesät. Im Bereich der Freundschaft, das ja natürlich sehr wichtig ist, braucht jeder Mensch, mich natürlich genauso oder sogar noch mehr, weil man sich einfach mal austauschen möchte, wird es noch schwieriger, weil einfach die meisten Menschen gewohnt sind,
irgendeiner Fassade zu spielen. Das heißt, wenn du jemanden fragst, du, wie geht's dir heute? Und der sagt, ja, super gut. Und du kriegst in der gleichen Tonlage rüber, wow, es ist so ein Katastrophentag. Es geht mir so dreckig. Ich habe so ein gebrochenes Herz und mir ist speikotze übel. Und jetzt muss ich mich mit dir auch noch ablangen. Dann kriegt Freundschaft schon eine ganz komische Schwingung. Ne? Ja. Und dann fragt man natürlich, du, so, was soll denn das? Gerade bei mir gegenüber ist es ein bisschen komisch, ja? Wenn das so rüberkommt. Also da geht es um sehr viel Ehrlichkeit und sehr viel Klarheit. Das ist das, was ein bisschen schwierig ist, wenn man mit so Menschen mit mir umgeht. Ja? Auf der anderen Seite muss man lernen, sich eben nicht einzumischen, ja? Nicht weiß Gott wie zu belehren, jemanden nicht da und umkrempeln zu wollen, sondern den wirklich so akzeptieren, wie er ist, mit all seinen Schwächen, Fehlern, Stärken, Freuden und trauernden Seiten und so weiter. Ich habe mir gerade gedacht, ich meine, also wenn ich jetzt zum Beispiel an deiner Stelle wäre, glaube ich, ich würde das überhaupt nicht alles wissen wollen. Also, wenn ja, nicht. Ich glaube, wenn jetzt dann jemand zu mir kommt, ich meine, kommt natürlich darauf an, wie gut man den kennt, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, mir geht's super und ich weiß, dem geht's echt total dreckig, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich dann immer auf das eingehen wollte. Na gut, du sagst mir, es geht da super, lassen wir es dabei. Also wird das sicher auch manchmal so ja, sein. Ja, ich will ja auch nicht drauf eingehen. Ja? Ja. Wenn mir jemand sagt, du, heute ist absolut mein schwärzester Tag des Monats und diese Seite bringe ich also aus meinem Kalender heraus, sage ich, okay, braucht man gar nicht drauf eingehen. Ja? Das heißt nicht, dass man gleich drauf eingehen möchte. Es geht nur darum, dass man sagt, oder dass ich sage, ich mag es einfach nicht, dass ich auf gut Deutsch angelogen werde. Okay. Ja? Weil ich sage, das ist nicht notwendig. Ich brauche nicht eine Therapie draus machen, das will ich ja auch überhaupt nicht. Nee. Sondern es geht nur ums Ehrliche dazu stehen, wer man ist, wie man ist. Mhm. Ja? Weil wenn du das auf zwei Ebenen rüberkriegst, das ist, als würdest du mit zwei verschiedenen Programmen fernsehen. Das ist nervig. Oh ja. Ja, ich glaube, also man muss da glaube ich gar nicht allzu empathisch sein, dass man weiß, was du meinst. Weil, nein, ich schicke hoffentlich nur rüber. Nein, aber also, mal schauen, ob es der Livestream wieder aushaltet. Ja, er geht. Er geht heute, ja. Franzl ist übrigens gerade da und sagt Hallo an alle und auch an die weiße Feder. Dankeschön. Ja. Stichwort weiße Feder. Hätten wir wieder mal eine Kurve. Ja. Wie gesagt, also das, man kann ja die vorigen Sendungen, wir wollen jetzt nicht wiederholen, was ja, du vorher schon erzählt hast, aber gibt es jetzt in diesem Bereich eine Neuigkeit? Ich meine, du bist, jeder, der das noch nicht weiß, möge einfach die vorigen 3-4 Sendungen anhören. Du bist also in Kontakt mit allen möglichen galaktischen und intergalaktischen ja, Entitäten, sage ich jetzt einfach mal. Das klingt total, aber es ist so einfach. Ja, ja. Vor allem die letzte Sendung, die ja Kontakt geheißen hat, da wollte ich es einmal wissen und das haben wir eigentlich nur auf das eingegangen. Erzähl mal ein bisschen, was berichten deine, mir würde es jetzt einfach interessieren, ich benütze jetzt so quasi als, ja, als quasi Horch. Also momentan haben wir sehr intensive Zeit, allesamt miteinander, weil ich ja das neue Buch jetzt weiterschreibe, das vierte, wo es ja um Hintergründe geht, um einfach Informationen, die hergegeben werden sollten. Das Buch, an dem ich, oder mit dem ich begonnen habe vor ein paar Jahren, das heißt eben auch im Zeichen der Feder, wo es um meine Hintergründe geht, um die Energiearbeit, um diese Lichtarbeit, um das Kontakten, auch ums Channel natürlich, auch einfach um die Präsenz von anderen Lebewesen, die teilweise ja auch ganz menschlich ausschauen. Da ist also unser Hauptaugenmerk im Moment. Das heißt, mein Büro ist ein bisschen ordentlich festgesteckt mit ganz vielen drinnen, die wieder pausenlos in meinem Hinterkopf quatschen, weil einfach so viel zum Sagen ist, wo man sich schwer tut, eine Reihenfolge reinzubringen. Und ich habe halt nur ein Hirn, tut mir ja immer wieder leid. Und da geht es also jetzt hauptsächlich darum, ist mein Haus relativ überfüllt damit. Im Prinzip schauen wir jetzt einmal, dass wir Bereiche vom Buch schreiben, wo es wirklich darum geht, dass man anerkennt, ja, dass man mal wirklich anfängt zum Nachdenken, dass wir ja zwar alle zu einem höchsten Wesen da beten und quatschen und reden und schimpfen, wir auf der anderen Seite, dass ja viele sich trotzdem noch in der Meinung sind, dass wir alle sind, was der zusammengebracht hat in der unendlichen Weite, da so viele Kugeln, die da herumschweben da draußen. Und das ist ihnen schon ein Anliegen, dass wir da ein bisschen draufkommen und mal wirklich bewusst unser Gehirn einschalten und sagen, also, auch wenn man jetzt ganz milchmädchenhaft rechnet, es geht, die Rechnung geht nicht auf. Also da muss noch ein bisschen mehr da sein. Gibt es ja die Rechnung, wir haben 300 Milliarden
Milliarden Sterne in unserer Galaxis. Ich glaube, es werden immer mehr. Ja. Sie finden immer mehr. Wir sind also weit schon mehr im Multiversum und nicht beim Universum und so weiter. Das ist also für mich eine ganz interessante Aufgabe, weil sie mir auch dazu immer sehr viele Bilder schicken. Und mit all dieser Arbeit, das ist also auch etwas gewesen, wo sie mich allesamt, also ganz toll, wie sie es halt so schön können, über den Tisch gezogen haben, weil ich immer gesagt habe, ich mache es dann wieder Lichtmeister-Essenzen, wenn gewisse Grundbedingungen so auf der ganz irdischen Ebene gelaufen sind. Und mit all diesen Zusammenarbeiten jetzt haben sie mich dazu gebracht, bei den Planeten-Essenzen eine Meister-Essenz dazu zu machen, und die heißt auch der Sternenfalke. Da war ich ganz, 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 ganz weit weg. Und diese Essenz bringt einerseits zwar ganz viel Herzensenergie und sehr viel Freude an der Selbstentfaltung, aber trotzdem merkt man, dass von außen ein Lebewesen, ein Lichtwesen da ist, das einfach so ein bisschen die Schirmherrschaft hat. Das breitet also so richtig so ganz schützend die Arme drüber aus und fordert aber noch dazu auf, den freien Willen zu nutzen. Das heißt, man geht wirklich nur dann mit. Ja? Man traut sich wirklich nur dann drüber, jemanden kennenzulernen da draußen, wenn man das ganz persönlich selber will. Null Zwang, null Schubsen, gar nichts. Und das ist eine Essenz, die ja eigentlich ein Lichtmeister ist, ja? Der jetzt eben mal gesagt hat, diesen Namen, den lassen wir mal gelten mit Sternenfalke, auch eher vom Englischen her mit Starhawk, zu übersetzen, weil es einfach andere Melodie im Wort hat. Und da ist auch in der Essenz reingekommen, alle Töne, alle Farben, einfach die im Universum möglich sind. Und es ist so eine Vielfalt drinnen, die ist so dicht, dass man, wenn man die schon in die Hand nimmt, das Gefühl hat, es fängt das Herz an zum Tanzen. Mhm. Und das war schön über den Tisch gezogen, weil eigentlich haben wir ja Regeln aufgestellt und sie zeigen mir also jedes Mal wieder, was sie von meinen Regeln wie halten und ziehen mich also einmal wieder über den Tisch. Was sind eigentlich jetzt so, du hast vorher so ein paar Dinge angesprochen, jetzt abgesehen davon, dass wir uns schon langsam bewusst werden sollten, dass wir halt nicht allein sind in diesem Universum, dass vielleicht gar nicht dieses Universum das einzige ist. Nein, das auf jeden Fall nicht. Ersteres tue ich mir leicht. Zweiteres habe ich mir schon öfter versucht vorzustellen, tue ich mir ein bisschen schwer. Schaffen wir, glaube ich, nicht mit unseren paar wenig aktiven Gehirnbindungen. Da raucht es. Da raucht es immer ein bisschen. Aber was gibt es da noch so für Dinge, die... Naja, es ist das eine, dass sie noch weiter unterrichten wollen. Das ist also das Nutzen unserer Fähigkeiten wie Telepathie, Telekinetik vor allen Dingen. Teleportation ist etwas, was bei den Kindern jetzt schon oft da ist, ja, wo einfach halt Dinge auf einmal dort sind, wo sich die Kinder das gewünscht haben und die Eltern einen halben Nervenzickzack haben, nachdem sie sich über Jahre damit selber geholfen haben, dass sie gesagt haben, das haben sie sich einfach jetzt alles nur eingebildet. Diese Dinge werden viel bewusster. Also gerade die telepathische Seite, die telekinetische, also wirklich das Bewegen von Gegenständen, da fallen jetzt auch meine Möglichkeiten rein, wo wir einfach schon geredet haben, mit mentalen Möglichkeiten zu spielen. Ja, und für mich ist es immer noch ein Spiel. Ja, na, das ist ja gut. Ich finde Spiele. Es ist absolut witzig. Ja. Ja. Was man jetzt alles machen kann, wo man so draufkommt, das ist auch ein Titel von dem Buch. Es ist einfach alles ja eh nur Schwingung. Ja. Was ist schon Materie? Ja, ich lese gerade, muss ich beschämt zugeben, sehr viel später das Tao der Physik, also der Tao of Physics von Fritjof Capra. Ein Buch, das ich jedem, falls es nicht eh schon gelesen hat, absolut empfehlen kann. Und in dem Buch geht es genau darum. Und wenn man das Buch gelesen hat, dann kann man sich das eigentlich gar nicht mehr anders vorstellen. Nein, es geht gar nicht. Es ist aber sehr viel Spiel dahinter. Und ich habe gesehen, das bringt mir meine Tochter auch immer wieder bei, und sie sagt, meine Mama, du kannst überhaupt nicht mehr spielen. Ja, und dann tue ich es halt wieder und man lernt wieder und man glaubt gar nicht, wie unkreativ man geworden ist. Ja? Obwohl ich schon ein sehr kindischer Mensch bin und ein sehr unernster Mensch, was man mit dem Chaos auch immer wieder findet. Und trotzdem ist das was ganz was anderes. Und wirklich so lässig dahin spielen, wie es die Kinder machen, kann ich wirklich nur mit Energien. Das kann ich mental machen, ja, das ist so dieses Zwischenentscheiden, herumhupfen und herumfliegen oder Essenzen zu machen und einfach schauen, was kann ich nicht alles noch machen. Und das sind natürlich die Indigo-Kinder auch angesprochen, nehme ich an. Ja, natürlich. Ja. Also die Indigos sind ja auch nur Kinder, wo einfach alle Türen offen sind. Ja. Die haben einfach Zugriff zu ihren Fähigkeiten, aber so intensiv, dass man diese Türen durch die wohl etwas noch veraltete Erziehung meistens nicht zubekommt. Frage aus dem Chat. Ja.
In der Gruppenarbeit und von Franzl mit Lichtarbeitern oder mit Lichtarbeitern ist Offenheit eine gemeinsame Grundlage. Die Alltagsmenschen gehen ihren Weg und kennen die Offenheit nicht. Man wird mit den Menschen zusammengeführt, die gleich schwingen. Also das ist offenbar so. Ja, ist die alte Gruppentheorie von Rudolf Steiner ja auch. Ja. Mhm. Es gibt, hast du mir letztens gemeldet, ganz offiziell auch Forschungen in Österreich. Und das hängt auch damit zusammen, dass du vorher diesen Begriff mir erklärt, Wissenschaftsdekret, ist das richtig? Ja, wir haben ja schon ganz am Anfang, glaube ich, in der ersten Sendung mal davon gesprochen, dass gerade bei der Forschung meiner Möglichkeiten, vor allen Dingen jetzt im Bereich der Essenzen, ja bis jetzt nicht viel möglich war, weil diese hochempfindlichen Geräte einfach der Raumfahrt vorenthalten waren, wie der NASA und der russischen Raumfahrt. Und diesen hochempfindlichen Spektrometer gibt es also auch in Australien. Dort wird natürlich auch entsprechend geforscht und jetzt seit sehr kurzer Zeit oder seit längerer Zeit, ich weiß es noch nicht ganz genau, ist ja auch bei mir noch ganz frisch geboren, in Salzburg. Und mit diesen Menschen möchten wir natürlich jetzt einige Forschungen auch durchziehen. Und dann können wir als neutrales Land durchaus einmal eine wissenschaftliche oder einen wissenschaftlichen Forschungsbericht einmal veröffentlichen. Und dann erst können die anderen nachziehen mit ihren Forschungsergebnissen, die sie ja bereits haben. Das heißt, die müssen jetzt warten, bis du quasi oder bis die Gruppe, diese österreichische Gruppe, da was rausbringt. Ja, und dann genau. Wir arbeiten daran. Es gibt natürlich sehr viele Möglichkeiten. Es ist einfach recht lustig, wenn man Menschen wieder verblüffen kann. Das ist das Schöne am Spielen. Und da werden wir mal schauen, was sich nicht alles da so schön beweisen lässt. Mit wem arbeitest du da in Österreich zusammen? Ja, also in Salzburg ist es die Firma GeoWave, die diese Forschungen eben macht. Und da sind einfach verschiedenste Unternehmer, die einfach Produkte haben, die ich verändern soll, wo man einfach prüfen kann, ja, also im Normalzustand, wie ich es herbekomme und dann, wenn ich gearbeitet habe, im veränderten Zustand dann die Messungen machen. Was ist das Feedback von diesen Leuten? Im Moment schütteln sie noch die Köpfe, rollen die Augen und wissen nicht, wie ich es mache. Also sie wollen mich in die Finger haben. Du arbeitest ja auch mit Leuten wie der NASA und auch mit Russen zusammen. Wie genau ist da eigentlich deine Zusammenarbeit? Naja, im Moment ist es sehr, sehr gering. Bis jetzt war es so, dass einfach die Leute teilweise nach Österreich gekommen sind. Gibt also Forschungsarbeiten, gibt auch Ausbildungen mit diesem Frequenzgerät, mit dem ich ja auch, wo ich einmal kurz gesprochen habe, über dieses IMEDIS-Gerät. Haben wir eine ganze Sendung drüber gemacht. Da haben wir mal eine ganze Sendung drüber gemacht, genau. Ja. Alles in den Past-Shows nachzuhören. Und die sind also gekommen und haben einfach mit mir über viele Sachen gesprochen, haben Messungen natürlich auch gemacht. Und die haben hauptsächlich die Essenzen mitgenommen und haben dann die Forschungen bei ihnen gemacht. Ja. Wobei eben, da ist eben der Haken jetzt immer dran gewesen, ich einen einzigen wunschlich kleinen Forschungsbericht über, ich glaube, die Chakra-Essenzen auf Russisch zu Hause habe, was natürlich ganz einfach zum Lesen ist, für mich überhaupt. Und noch nicht mehr. Und deshalb freue ich mich natürlich, wenn wir jetzt einen Startschuss bieten könnten, ja, um wesentlich mehr Informationen auch von deren Forschungen, die jetzt schon ein paar Jahre laufen, in Umlauf bekommen. Ja, das ist ja ganz eine andere Arbeit dann. Mhm. Frage aus dem Chat von Sinus. Hallo. Frage an Nicola. Gibt es im Universum einen Schöpfergott? Beziehungsweise eine, unter Anführungszeichen, Person, die eine zentrale Position hat. Kurze Antwort reicht. Okay, die kurze Antwort ist ja. Ja. ich frage mich dabei immer, ob man da überhaupt von einer Person spricht. Nein, natürlich also, nicht, aber ich glaube, wir brauchen eine gewisse Personifizierung, ja, damit wir damit umgehen können. Ja. Ich kann es auch nicht anders. Ich habe ein gewisses Bild in meinem Kopf. Jeder hat sein eigenes. Ja, ich tue mir mal schwer, ich wende mich ja nicht gleich an die höchste Stelle, sondern da gibt es ja das, was man aus der Energiearbeit ein bisschen drunter kennt, das ist der Rat der Alten, diese Neutralen, die diese Gesetze aufstellen und so weiter, mit denen tue ich mir wesentlich leichter. Javatar fragt, du weißt nicht genau, was er damit meint, ist diese Person nicht eher wie ein Hologramm? Ich glaube, das geht jetzt nicht. Ich weiß schon, was er meint, aber nein. Okay. Vollkommene Wesenheit. Ja, mir kommt ja immer wieder vor, da... Wenn man das jetzt wirklich fassen will in Form von einer Person, dann läuft man da, glaube ich, im Kreis. Na, es geht nicht. Ich sage, dafür sind wir einfach nicht hoch genug. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemals möglich ist. Das ist ein Thema, wo ich sage, da könnte man zwar x Stunden drüber diskutieren, ich glaube aber nicht, dass es zu irgendwas bringt. Ja? Hm. Es führt einfach zu keinem Ziel, weil wir es nicht erfassen können. Das ist die beste, Entschuldigung, ich gehe dann gleich.
die für mich irgendwie das beste Erklärungsmodell ist, dass diese Person unter Anführungszeichen einfach wir alle oder überhaupt alles ist. Okay, das ist deine Auffassung. Ich sage, das ist was ganz was Selbstständiges. Ja? Das nur, wie soll ich sagen, ja, wie ein Segel, von der Mitte des Segels gehen einfach Strahlen weg und da kriegen wir halt alle ein bisschen einen kleinen Funken, damit wir wissen, wo wir dazugehören. Und wo sollen wir, aber wo sollen wir deiner Meinung nach hin? Sollen wir diesem Wesen gleich? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir gewisse Entwicklungen durchgehen, jetzt einmal auf der Erdinkarnation ganz gewisse Entwicklungspunkte durchgehen müssen. Wie es danach weitergeht, ist sowieso super Abenteuer. Aha, das heißt, du hast auch keine, du hast jetzt keine. Ich weiß jetzt schon, aber dann haut uns wieder der Livestream ab. Also dem haben wir ja, glaube ich, in dieser Kontaktsendung da einige schon drüber gequatscht. Nein, das interessiert mich jetzt. Nur ganz kurz zwischendurch, der Franzl möchte mit dir Kontakt aufnehmen, hat das schon öfter versucht. Ich nehme an, auf der Webseite gibt es eine Telefonnummer, wo er in den Bürozeiten anrufen kann. Ja, oder? Natürlich, ja. Also gut. Franzl, probier es einfach nur einmal. Er hat es bis jetzt noch nie geschafft, hat er gesagt, es hat noch nie funktioniert. Also ich kann es jetzt noch einmal so ganz laut sagen, das ist die gerade Telefonnummer 0316 30 30 25. Noch dazu eine leichte Nummer. Ja. Also da geht's, aber wirklich am Vormittag anrufen. Sie landen natürlich, es landen alle mal im Büro bei unseren Sekretärinnen, weil ich einfach in Arbeit bin natürlich, aber ich kann dann zurückrufen, sobald es geht. Okay. Jetzt aber zurück. Wo geht es jetzt da hin? Also, das ist schon eigentlich, die Frage. Ich meine, ja. Wo? Also sagen wir so, ich kann es nur so sagen. Ich war, wenn ich zurückdenke an die eine Mischung 23, die Atlantis-Essenz, wie ich sie gemacht habe, bin ich einfach weggeholt worden. Dorthin, wo es sehr blau, sehr wie ein Bergkristaller blauer war, und zwar ein ganzer Planet, die ganze Umgebung, und da waren Lichtwesen. Aber eben nicht durchsichtig, nicht durchscheinend, nicht so hologrammartig, sondern einfach feste Wesen. Die mir einfach gesagt haben, es gibt viele, viele Welten, so von wegen Universum und Galaxie und so weiter. Und wir können uns auf einem gewissen Gebiet aussuchen, wo wir hinwollen. An der Erdinkarnation lernen wir sehr viele Sachen. Das eine ist natürlich Herzensqualitäten, das müssen wir ja auch irgendwo einmal endlich lernen. Aber auch einfach so Dinge wie Freude und Krieg und Tanzen und einfach unbeherrschte, unkontrollierbare Emotionen zu schaffen und den freien Willen zu schulen, das ist also hier sehr viel. Nachher gibt es einfach Welten, die ich schon so gesehen habe, wo ich einfach, ja, sagen wir mal, eingeplumpst bin, weil ich mich halt auch hin und wieder nicht ganz konzentriere, wo ich hin will. Und da war einfach, wie soll man das beschreiben? Wenn man sagt, das ist alles nur wie ein Seidenschleier, ja, also nichts Festes, nichts so wirklich Handfestes und trotzdem eine Welt, trotzdem sind dort Lebewesen. Nur auch kann man sie ganz, ganz schwer beschreiben, da braucht man einfach Bilder und Temperaturen und Töne und alles Mögliche dazu, nicht nur die Sprache. Okay. Das ist das Schwierige, das habe ich immer wieder gesagt, für mich ist es oft schwierig, das, was ich erlebe, was ich sehe, wirklich in unsere mickrigen Worte zu fassen. Weil einfach so viel abgeht. Ja? Aber trotzdem, was ich nicht ganz verstehe, du hast vorher gesagt, es gibt also quasi den Schöpfer. Ja. Aber so wie ich dich jetzt verstanden habe, ist der Schöpfer von seiner Schöpfung getrennt. Hast du das gesagt? Oder? Dualität. Es ist in jedem, das kennen wir ja auch, wo man sagt, in jedem ist ein Funke drinnen, ja, unser innerstes kleines Funkerl, aber rundherum die ganzen Zellstrukturen, die wir ja auch haben, unsere Seele, unser Geist, sind schon auch getrennt. Und das ist diese Mehrdimensionalität, an die man sich schon langsam halt gewöhnen wird müssen, dass ich einerseits getrennt bin und trotzdem verbunden bin. Mhm. Das ist so, wie meine Tochter von mir total getrennt ist und trotzdem bin ich verbunden. Ja? Und wenn sie einen Albtraum hat, sieht sie senkrecht im Bett, ja? Weil ich genau weiß, da ist jetzt was. Ja? Mhm. Das ist einfach ein Band, eine Verbindung, die wir ja alle irgendwo kennen. Und okay, das heißt, es gibt da, wir können uns aussuchen, wo wir hinwollen am Anfang. Mhm. Wir haben uns jetzt offenbar alle ausgesucht, wir wollen alle daher. ja, aber offensichtlich. So ganz frei wird ja das aussuchen. Nein, ich meine, trotzdem wo ist bitte der Flipchart, die große Tafel, wo ich jetzt zeichnen kann?
Wir sehen uns alles Abend in einem Seminar, wo ich das über das Ganze rede. Da habe ich nämlich was zum Zeichnen und zum Malen und ganz toll zum Zeigen. Ich verstehe. Wir treten jetzt also an die Grenzen des... Das Blatt da hier wäre da. Wir treten also jetzt hier an die Grenzen des Radios. Ne? Ja, absolut. Ja. Mhm. Ja, Fernsehen ist das Nächste. Wolltest du das nicht sowas machen? Fernsehen, ich weiß nicht. Ich finde Radio echt besser. Aber wir sollten vielleicht einmal uns überlegen, ob man das dann doch irgendwie übers Radio rüberbringen kann, so eine Sache. Aber ich sehe schon, das wäre jetzt wieder eigene Sendung, die man dann vielleicht wirklich einmal vorbereiten müsste, wenn man was ja, aber schon, ja. Das würde mich schon sehr interessieren einmal. Aber es ist ein tolles Thema. Aha. Also ich weiß nicht, dass von meinem Seminar, also gerade im Basisseminar mache ich das ja auch durch, ja, und da verliere ich mir wirklich einen halben Tag dran, weil es einfach so ein unglaublich interessantes Thema ist, weil es bei den Leuten so das Aha-Erlebnis, ja, das kapiere ich, das ist es, ja, das spüre ich ja schon oft, ja, mhm. Und das kommt von den Leuten dann eine Retour, die sagen, das ist stimmig. Ja. Aber man muss es wirklich auch in der gezeichneten Form oder im Bild irgendwie vorstellen können. Ja? So, jetzt gibt es da einige Fragen im Chat, auf die ich jetzt doch noch kurz eingehen möchte. Himmelreis ist... Du kannst es mal weiterleiten auf meine Homepage, auf meine E-Mail-Adresse. Hinhören, nein, da war jetzt eine Frage, genau. Kennt Nicola Frau Dr. Hulda Clark und den Zappa? Ja, klar. Zappa, danke. Zappa, ja. Ist einfach ein Gerät, wo man sagt, ist in der Frequenztherapie ein bekanntes Gerät, wo man jetzt einfach willkürlich durchchatten kann, sozusagen durch verschiedene Frequenzen, die halt beim Körper beziehungsweise auf gewisse Bakterien oder Parasiten und so weiter wirken. Ich arbeite über das Imedis-Gerät mit etwas, was so viel feiner, so viel individueller einstellbar ist, dass ich das Gerät nie und nimmer gegen irgendwas eintauschen würde. Das ist wirklich die Top-Geschichte überhaupt. Das ist wie der Unterschied zwischen einer Blechtrommel und einer Harfe. Okay, das heißt, der Zappa ist also die grobe Kelle. Sozusagen. Frage nicht, es ist schwemmt jetzt. Wir fragen, begegnet sie auf Astralreisen auch Menschen, die ihr Bewusstsein auch so quasi von selbst erweitert haben? Teilweise ja. Also das, was man, oder die Menschen, die man ganz schnell einmal oben trifft auf den Astralreisen, wenn man sich in dieser Gegend, das ist wie auch wie Stockwerke, gewissen Stockwerken aufhält, das sind zum Beispiel die Leute, die im Wachkoma liegen. Oder die wirklich in also Koma-Patienten liegen, die sich einfach aus dem Körper vertschüsst haben, ja, um gewisse Schockerlebnisse nicht aufarbeiten zu müssen, ja, die einfach gewisse körperlichen Schmerzen entgehen. Da gibt es also auch in der Astralebene gibt es einfach ganz viele Ebenen, unterschiedlichste. Ja. Das fängt an bei den Tagträumern, also wirklich auch im untersten Level ist also der Tagtraum und die Träume drinnen, wo es total dicht ist, also da hat man das Gefühl, man muss also durch Sand sich durchschwimmend bewegen, bis ganz hinauf, wo für mich jetzt einmal die Luft auch immer kälter wird, auch immer dünner wird, also das ist für mich wie auf der Welt sozusagen, wie auf der realen Welt. Und wird insofern anstrengender, weil man alles mental aufbauen muss. Das heißt, je höher ich in die Astralebene gehe, desto mehr muss ich mental selber aufbauen, einen Bezugspunkt, damit ich überhaupt existieren kann. Mhm. Das ist so, die unterste Astralebene ist einfach der Traum, ja? Da rennt man über die Wiese, okay. Und das ist die Wiese. Ja. Schwierig ist, wenn ich jemanden versuche zu kontaktieren, dass er mich anruft. Ja? Da muss ich die Verbindung herstellen. Ich muss mir die Person total vorstellen, ganz konzentriert, ganz bewusst. Das ist eine ganz andere Arbeit. Ja? Es ist viel feiner, viel durchsichtiger von mir aus. Ja. Tom stellt die Frage: Kennst du die Channelings von Kryon, KRYON, ja, und was hältst du davon? Mir sagt das auch alle nichts. Also. Ja, die Kryon-Geschichten, sie sind sehr interessant. Ist einfach ein sehr hohes Lichtwesen, das gechannelt hat. Teilweise in Übersetzungen gemacht worden, die nicht ganz original gekommen sind, das ist eh wie meistens, was vor allen Dingen etwas ist, was bei den aufgeschriebenen Dingen verloren gegangen ist, klarerweise ist die Musik in der Sprache. Das ist etwas, was gerade bei, sagen wir mal, nicht-irdischen Wesen ganz wichtig ist, ist die Melodie in dem, wie man etwas sagt, die Intonierung. Und da kommt aber auch noch, da kommen einfach Bilder mit, ja, Farben mit, Melodien mit, und die sind eine, wie soll ich sagen, einfach ein Teil der Sprache. Das heißt, da kommt einfach in vielen verschiedenen Ebenen ein Bericht herüber und wir schreiben jetzt nur eine Sache nieder, weil wir einfach nicht mehr können. Dadurch geht schon einiges verloren. Man kann es ein bisschen verbessern, wenn man
mit, sagen wir mal, jetzt, was wir eben schon geredet haben, mit viel Wasser trinken und so weiter, also eigene innere Klarheit schafft und dann versucht, diese Schrift zu erfassen, also wirklich die Hände drauf zu legen und dann mal reinfließen zu lassen, da geht ganz ordentlich das Herz auf. Ja? Da hat man oft das Gefühl, als schrecken sie auf die Leute, wenn auf einmal Formen auftauchen, ja? Vorm Auge. Ja. Das ist ganz witzig. Lichtwesen. Es gibt, ich meine, die katholische Kirche würde dich ja am Scheiterhaufen verbrennen. Ist ja, oder hätte dich. Und viele, hat mich sicher schon viele Male verbrutzelt. Sie würden es auch jetzt noch. Einige würden es auch jetzt noch. Machen, natürlich. Lucifer ist ja auch ein Lichtwesen, oder? Zum Beispiel. Kann man das so Nein, sagen? Nein, man kann sagen, es gibt Licht- und Schattenwesen. Je nachdem, um die Polarität zu wahren, müssen ja beide Polaritäten bestückt sein, sozusagen. Und es gibt einfach Lichtdiener, Schattendiener. Gleiche Hierarchien natürlich, nur der Rat der Alten und eben die göttliche Ebene stehen natürlich drüber. Ja. Mhm. Deshalb sagt man auch, die Alten, der Rat der Alten sind die Grauen, weil unter ihnen spaltet sich dann auf in die Polarität. Und dieses Gefüge, könnte das jemals aus Gleichgewicht geraten eigentlich? Außer Gleichgewicht? Das ist immer außer Gleichgewicht. Das ist ja immer in Bewegung. So wie in den Meridianen die Lebensenergie immer in Bewegung ist, es darf gar nie ausgeglichen sein, weil dann haben wir einen Stillstand. Alles klar. Dann geht gar nichts mehr. Das heißt, das sogenannte Böse ist im Grunde auch nur ein Teil des Ganzen. Na, aber natürlich. Sonst ohne dem können wir ja nicht leben. Ja. Ja, wäre sonst ein schön Fahrrad. Ja, du sagst natürlich, ich stehe mir bei, aber es wird ja immer wieder, also der Kampf gegen das Böse ist ja im Grunde ja. Es ist gar nicht, glaube ich, das Kampf gegen das Böse, sondern es ist, glaube ich, eher der Kampf, um das innere Licht zum Leuchten zu bringen. Und da muss man sich schon durch ein bisschen Dunkelheit durchackern. Ja? Ja. Deshalb haben wir einfach Leute, jeder Mensch, der hassen kann, kann aber auch lieben. Ja? Mhm. Das ist immer das Gleiche. Das heißt, beide Polaritäten sind immer notwendig. Immer. Es ist in mir genug, oder sagen wir mal, doch einiges Schwarzes da, ja? Weil auch sonst ich nicht existieren könnte. Also zumindest, wenn es der schwarze Kaffee ist. Aber der entstörte Hexenkaffee. Der entstörte Hexenkaffee. Natürlich, ohne dem geht nichts. Das ist zumindest meine schwarze Seite. Aber ohne auch... Ich könnte nie so hoch hinaufkommen mit meinen Energien oder mit so viel Licht arbeiten, hätte ich keinen irgendwie gearteten Gegenpol. Das ginge gar nicht. Ja. Ja, es ist eine interessante Frage, finde ich. Also gerade in der Zeit, wo er George Bush gegen das Böse kämpft, denke ich mir immer wieder, gegen was kämpft er da eigentlich? Man kämpft er da gegen sich selber? Oder? Sie würde jetzt öffentlich über den Äther rüberschallen. Okay, oder wie viele Probleme kriegen wir da nach deinen ersten Meldungen von wegen alle verlinken? Werden wir gleich verhaftet. Also, ich glaube mal, dass diese ganzen, das sind einfach Spielchen der Menschen, die sie brauchen, damit sie beschäftigt werden. Ja. Das ist für mich einfach der Hintergrund für viel an Politik. Deshalb lasse ich mich überhaupt da nicht rein in die politische Seite. Aber es stimmt natürlich schon, es gab durch dieses vorhergehende Zeitalter, wo ja doch die Vernunft so geschult worden ist und die magischen Praktiken, die lichtmagischen Praktiken einfach schon sehr verloren gegangen sind. Das hat ja damals begonnen mit den Hexenverbrennungen, ja, wo einfach das Vernunftzeitalter begonnen hat. Da ist einfach nur geschult worden. Unser Geist, unser Verstand, alles, was man angreifen konnte, da sind die ganzen Entdeckungen gemacht worden. Jetzt kommt das Ursprüngliche wieder, das Intuitive, das Magische. Jetzt kommen ja die Runen wieder auf und die ganzen keltischen Praktiken und so weiter. Und in diesen Jahrhunderten, die da schon waren an Geistesschulung, ist sehr viel Licht verloren gegangen. Es hat überlebt. Aber wenn ich so denke, vor 14 Jahren, wie ich mich selbstständig gemacht habe und mit dem Channel natürlich sehr viel mehr zu tun gehabt habe als jetzt, hat schon geheißen, so, es kommen so auf einen weiß Arbeitenden schon 30 Schwarze. Ja, also es war einfach das Ungleichgewicht sehr stark. Ja. Und jetzt gleicht sich schon ein bisschen mehr aus und es wird halt dann vielleicht in die andere Seite überschwappen und vielleicht wird es einen kurzen Zeitpunkt geben, vielleicht ist es dieser 2012er Zeitpunkt, wo es eine ganz kurzfristige Ausbalancierung gibt. Das heißt, wo das genau ausgeglichen ist? Wo es kurzfristig genau ausgeglichen ist, weil dann geht es erst wieder in den anderen Bereich über. Aber das Ungleichgewicht ist dann wieder notwendig, weil sonst bleibt es stehen. Absolut, ja genau. Es darf nie stehen bleiben. Mhm. So sage ich es ja eigentlich für uns auch. Ja. Wir dürfen mal nie stehen bleiben. Das ist interessant, dass das auch die Quantenphysik bestätigt, dass Materie eigentlich
ein Prozess ist. Ja, es ist Schwingung und die ist immer in Bewegung. Mhm. Das ist nur Energie. Ja? Manchmal ein bisschen dichter, dann können wir es angreifen und umarmen, manchmal eben nicht so dicht. Kommt sehr früh rein. Ich meine, von Franzl die Frage, ob Amazonas Willi das Schwingungsgerät schon fertig hat. Er arbeitet dran. Und du hast mit dem Amazonas Willi noch nie keinen Kontakt aufgenommen, aber das würde ich ganz gerne mal machen. Also der Amazonas Willi wird, hast du schon mal mit ihm? Ich glaube, ja. Ja? Ich glaube, wir haben schon einmal ganz kurz per E-Mail gesprochen, aber nicht, weil er unterwegs war, aber ich glaube, so im Hinterkopf haben wir da schon einmal ein paar ge-mailt. Hin und her geschickt. Ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass der Willi dir gemailt hat, aber möglich ist es. Aber er ist eher so da. Also, aber auch wenn es nicht so ist, ihr zwei solltet es einmal, oder er wird dich gerne mal treffen. Ja, jederzeit. Ich muss euch damit haben. Also, auch ein Gast immer wieder bei mir, ein hochinteressanter Mensch. Sollst du mal eine Fete machen, ha? Ordentlich, wo alle Gäste eingeladen sind. Ja, reden wir nachher drüber. Okay, das heißt, das ist bis jetzt noch nicht passiert. Von Xor kennt Nicola die belebende Wirkung von Wasserwirbeln? Ja, natürlich, da gibt es auch ganz was Tolles gerade neu rausgekommen. Durch die Strahlung, die dabei erzeugt wird, was man da genau ist. Strahlung vielleicht weniger, aber es wird einfach ganz viel in Bewegung gebracht, möglichst rechtsdrehend natürlich, von diesen Wassersäulen, vom Schauberger auch, die Ideologien. Das ist ganz was Tolles, ja. Sind wir auch gerade dran an so einer Arbeit. Weil ich habe dir ja kurz erzählt, ich mache diese Metallplaketten und die werden jetzt unterschiedlichst natürlich informierbar. Einerseits eben für die Geräte, aber andererseits gibt es eine tolle Firma, die macht so Wassersäulen. Das heißt, ich habe eine Plexiglassäule unten am Motor und da wird das Wasser in Strudelform gebracht, sodass ich also einen Trichter bekomme, der rechtsdrehend ist. Und ich habe dieses Wasser damals informiert, mit allen Tönen, allen Farben und Ionisierung und so weiter und habe diesen Motor, der unten ist, vollkommen neutralisiert und habe das Ganze auf neutrale Ebene gebracht und die Energie war einfach ein Wahnsinn. Und ich habe das Gott sei Dank einmal als Ausleihe bekommen für ein Basisseminar und haben natürlich, wie wir die Chakren durchgesprochen haben, jede Chakrenessenz draufgegeben. Ja? Und das hätte im Raum einen Knaller gemacht, jedes Mal, wenn gewechselt wurde. Ja? Einfach, es war so anders. Mhm. Es war für die Leute durchaus so super zum Spüren und so schön zum Mitverfolgen, um was es geht. Und dann haben wir natürlich auch die Lernessenz drauf gehabt. Ja? Und die Freude, na klarerweise, und für mich das Halschakra, damit ich ordentlich reden kann. Und das haben wir so Spielchen gemacht, Halschakra draufgeben, Halschakra runtergeben. Und das haben also die paar Männer im Raume, die beim Kurs dabei waren, jedes Mal, wenn wir es draufgeben, haben angefangen, so viel zum Reden, dann haben wir es runtergetan, ist wieder leiser geworden. Das haben wir also 4-5 Mal geprobt, die Frauen natürlich, alle schon grinsend. Ich kenne aber Leute, die haben wahrscheinlich immer so ein Ding dabei. Ja, das ist, glaube ich, wirklich so. Und das war also wirklich eine ganz lustige Erfahrung und das merkt man aber auch, wie toll diese Wasserwirbeln wirken. Mhm. Also eine Energieverteilung im Raum, die ist sensationell. Ja, also wie gesagt, der Willi arbeitet auch sehr viel mit Wasser und ihr solltet da mal baldig zusammenkommen. Werden wir. Es ist ja mit dir nicht, du bist ja auch so angehängt. Aber ich bin wenigstens sehr lokal. Also ich bin hauptsächlich bei mir oben im Haus, weil dort die Firma drinnen ist. Dort findet man mich, das kann man mich auch verhaften. Stimmt, ja, dann schicke ich ihn einfach mal zu dir auf. Ja, das ist, glaube ich, am gescheitesten, weil wenn ich nicht arbeite, ist zumindest mein restlicher Familienteil, sprich Hunde und Kind, natürlich da und deshalb bin ich nicht so weiß Gott wie viel unterwegs. Ja. Nächste Zeit planst du auch ein Buch herauszubringen, das haben wir ja schon kurz heute besprochen, wo also du endlich einmal das Ganze zusammenfassen möchtest, soweit ich das verstanden habe. Deadline ist auf jeden Fall noch vor meinem Geburtstag, also bis 4. Juni muss ich fertig sein, weil am 5. habe ich. Alles klar. Jetzt muss ich die Tasten hauen, wie man so schön sagt. Also Zwilling, ne? Ja. Und ein Teil des Buches ist der Energieknigge. Das ist richtig. Ja, das ist einfach, es gibt so viele Fauxpas, die man dauernd einfach erlebt, wo man sagt, mein Gott, du bist sowas von überempfindlich oder mit dir kann man nicht reden oder gerade so diese Geschichte mit, du weißt ja immer alles besser, ja, weiß auch meine Tochter schon, dass ich die Dinge immer weiß, dass man einfach einmal lernt, damit umzugehen, wenn Menschen sensibel sind. Ja. Das fängt an bei so super esoterischen Kursen, wo sich die Leute alle gegenseitig umarmen und wenn dann wirklich jemand einmal sensibler dabei ist, der macht einen Satz nach hinten. Ja. Weil das ist ihm einfach zu viel. Ja. Also diese Wahrung dieser gewissen Grenzen, die sind völlig untergegangen.
Ja, ja. Und ich kenne die Situationen. Ja? Ich kenne genau die Situationen. Ich finde die entsetzlich, wenn ja, man alle sich umarmen anfangen. Gottes Willen. Ich meine, das kann manchmal passen, aber meistens passt es nicht. Ja. Richtig. Ganz richtig, ja. Ja, so eine große Gruppe Vampire wäre ja echt mal ein tolles Ding. Es gibt ja was wir planen. Jetzt habe ich, glaube ich, reingelegt. Nein, aber da verraten wir heute noch nichts. Nein, wir verraten gar nichts. Das wird anlässlich, also glaube ich, am 14. Mai, da wird der Gruppe FM 4 Jahre alt. Ich denke, ihr wolltet nichts verraten. Nein, wir verraten nur, wann wir was verraten. Also, das ist das Appetithaperl. Ja, genau. Ja, und da haben wir mehrere Überraschungen, unter anderem auch dann, die dann mit der eigentlichen Überraschung oder mit den eigentlichen zusammenhängen. Nein, es wird auf jeden Fall großartig. Es wird großartig. Das muss ja wohl sein. Ja, wir ändern uns, wir nähern uns dem Ende, wir ändern uns dem Nähe. Das ist schon richtig, wir ändern schon die Nähe. Und es war wie immer sehr spannend. Gibt es jetzt noch irgendwas, auf das du... dass du quasi den Hörern mitgeben möchtest. Gibt es da irgendwas? Also, möchtest du ihnen noch eine mitgeben? Stunden haben wir? ja, vorwärts schauen. Nase nach vorwärts richten und gehen und streben und Ziele sammeln und einfach mit voller Freude drauf los. Um das geht es jetzt auch gerade. Also. Ja, es ist auch. Wir haben Frühling. Ja. Wir haben Frühling. Wir wissen um die Frühlingsgefühle. Ja. Ich sehe es bei meinen Hunden auch gerade. Nein, aber wirklich. Das mit hat halt Freude, mit Freude einfach ins Leben marschieren. Ja. Ja. Es ist so toll, es geht so viel durch die Gegend. Ja. Und es ist so viel los. Also das ist einfach toll. Genießen und mitnehmen, schnappen. Ja. Ich kann nur beistimmen, aber manchmal wird es mir auch schon ein bisschen zu viel. Vielleicht brauche ich auch mal diesen aufgehenden, was hast du vorher gesagt, den aufsteigenden Mond. Den aufsteigenden Mondknoten. Mondknoten. Ich sage allgemeine Kräftigung, durchhalten, durchhalten, durchhalten. Ja, ja. Aber ja. Augen zu und durch, sagt man. Augen zu und durch, ja, das ist eigentlich immer die Devise, aber. Ja, es ist, ich meine, ich spiele im Moment gerade sehr viel mit der Zeit anhalten, weil einfach der Tag nichts wert ist, ja. Ach Gott. Und ich muss ein paar Stunden reinbringen, weil sonst komme ich nicht weiter und ich wäre nicht fertig mit meinen Arbeiten. Und dann kommt schon die Sarah, also meine Zwetschge, daher und sagt: Du, Mama, es geht die Zeit nicht weiter. Kannst du endlich aufhören zu arbeiten? Also die checkt das schon. Die checkt das voll, ja. Oder wenn wir irgendwo hinfahren und sie sagt, oh, wir kommen zu spät. Oder ich sage, wir kommen zu spät. Und sie sagt, okay, halt doch die Zeit an. Was ich dir heute noch fragen wollte, das habe ich mir vergessen zu notieren, dein Flugteppich. Ja, an dem arbeite ich nach wie vor. Also er liegt noch gut. Er liegt noch gut. Vielleicht sollte ich es ohne Teppich machen. Ja, ich musste das jedes Mal fangen, wenn mir das einfach so gefällt. Also, wenn ich ihn kann, dann komme ich auf dem her. Okay. So ist es. Lieber Himmel, stell dir das vor, wir machen eine Sendung mit der Nicole und sie kommt am Flugteppich. Und wir machen eine Radiosendung und keiner sieht. Ja, ja, es ist doch wirklich. Wir sitzen da am Teppich und da sieht keiner was. Ja. Es glaubt uns ja kein Mensch, dass wir da schweben. Sicher. Ja, aber die meisten Menschen glauben es ja dann nicht, wenn sie es sehen. Also auch wenn man das filmen glaubt. Ja, die glauben es dann, wenn sie 5 Stunden mitgeflogen sind, damit haben sie sich so arbeitet. Nein, aber dann reden sie es wahrscheinlich auch ein, dass es nicht war, dass sie das nur ein Pilot haben oder dass du irgendwie eine Hexe bist. Und ja, das bin ich ja sowieso. Ja, das steht ja im Auto ganz offiziell. Richtig, es steht auf deiner, hast du ja auch eine Sonnenhexe. Ja, sowieso, deshalb ist ja auch heute Sonnentag gewesen. Ja. Genau. Genau. Nee, bitte. Ja. Ich wundere mich, vielleicht sollten wir dann jeden Tag eine Sendung machen. Ja, so einfach kann man Wetterkontrolle machen. Das hat ein Freund heute angerufen und gesagt, ich brauche jetzt heute ein ordentliches Wetter, weil ich muss was arbeiten. Und gesagt, okay. Gut. Ja. Ja, also der Tom hat auch tolle Person, unsere Nicola, war vielen wieder Dank. Eine super Sendung. Dem kann ich nur anschließen. Vielen, vielen Dank. Und ich bedanke mich. Ich muss auch sagen, es macht mir jedes Mal wirklich Spaß, mit dir eine Sendung zu machen. Das ist schön, mir auch. Es ist so, ja, das freut mich. Das heißt, wir treffen uns öfter. Ja, es ist, das ist nicht immer so. Es gibt da schon Unterschiede. Und bei dir ist es echt so, dass ich, weiß nicht, das ist, ich bereite da gar nicht mehr vor, weil... Das haben wir auch schon mal aufgegeben. Ja, ein paar Sachen müssen wir wieder mal vielleicht notieren, weil dann sonst, nachhinein falls man den mal einmal... Du sagst aber auch jedes Mal. Ja, ich weiß. Ja. Aber ja, also hat mich sehr gefreut und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Das hoffe freut ich mich. Vielen Dank für die vielen Fragen. Ja. Mal schauen, dass ich sie alle mal kriege und beantworten kann. Ja, nein, also wie gesagt, deine Website ist ja auch verlinkt von der CropFM-Seite aus. Mhm. Das heißt, man kann also jeder, der jetzt irgendwie neugierig geworden ist auf dich, und ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, dass man das nicht wird, wenn man diese Sendung da heute gehört hat, der kann sich ja auch dann mit dir direkt in Kontakt treten, telefonisch etc. Ja, ich beantworte auch alle E-Mails. Das kann ein bisschen dauern, aber ich beantworte es. Du machst es nicht gratis, was ich total verstehe.
Also die E-Mail schon. Aber die E-Mail schon, sobald, ja. Es gibt schon Menschen, die also wirklich dann 50 Mal E-Mail schicken mit 15 Seiten dran, da sage ich, hoppala Freunde, also jetzt ist auch genug. Ja. Ja. Aber das Normale mache ich natürlich ganz normal. Ja, ja. Ja, wie gesagt, also bist du dann auch noch ein Mensch. Ne? Ja, sicher, Dienst am Menschen vom Menschen, ein bisschen halt Mensch.